Hallo und herzlich willkommen hier bei Game Story und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1979. Und ja, eigentlich habe ich nichts zu erzählen, großartig. Außer, dass ich sagen muss, dass morgen der Strategie-Mania-Stream ausfallen wird, weil ich da schon was anderes vorhabe. Aber ich glaube, den werden wir dann am Sonntag nachholen. Ja. Genau, aber aktuell ist sowieso noch niemand da. Ich werde es dann zum Ende des Streams nochmal sagen. Jetzt machen wir aber erst einmal das Säckchen voller Spiele auf, das ich für heute vorbereitet habe. Und legen wir los. Mit der Nummer 2919, da geht's los. Min in der Lunchbox, genau. Mit einem Arcade-Spiel. Und da gleich mal eine Warnung vorweg. Es enthält sehr schnelle Bilder. Es ist wirklich so, als wäre es auf Speed. Aber ich glaube, das ist das normale Spiel. Also wer Probleme hat mit sich sehr, sehr, sehr schnell bewegenden, immer gleichen Objekten, der sollte vielleicht nicht auf Vollbild gucken oder auf, ja. Auf jeden Fall ist es selbst für mich störend und ich habe eigentlich kein Problem mit sowas, aber... dieses Spiel ist schon sehr extrem, was das angeht. Finde ich persönlich. Aber das muss jeder selbst beurteilen können. Wenn jetzt dann gleich das sieht, was ich meine. Oh, was ist das denn? Nein, du sollst das hier starten, bitte. Danke. So. Wird's auch angezeigt. Da ist es ja. Ja, genau, so sieht das dann aus. In Phantom 2 sitzt der Spieler am Ruder eines F4 Phantom Zweikampfflugzeuges. Das Flugzeug des Spielers wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, während sich die feindlichen Jäger von oben nach unten bewegen. Der Spieler muss sie mit Geschossen treffen und ihnen gleichzeitig ausweichen, wenn sie sich nähern. Weitere Elemente auf dem Bildschirm sind Wolken. Von Zeit zu Zeit betritt der Spieler eine Wolke und die Phantom aktiviert ihr Radar, das sich als eine vom Flugzeug ausgehende Impulswelle manifestiert, in der kurzzeitig Objekte zu sehen sind. Ja, es hat ein bisschen was von diesem Monaco Grand Prix vom letzten Mal mit dem Scheinwerfern. Das ist fast schon dieses ähnliche. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Also ich kann mich nach vorne und hinten bewegen, ich kann aber auch unten bleiben und damit werde ich nicht getroffen. Aber die Schüsse gehen nicht so weit. Es ist echt schwierig herauszufinden. So, jetzt geht's in den Ding über. Und da was zu sehen, ein Flugzeug zu sehen, ist... Aha, da ist irgendwo hier ist eins. Ah, ich hab's getroffen. Da, aber irgendwas hier zu sehen, ist echt nicht einfach. Da ist irgendwas. Oh, da, zwar von hinten. Es ist von hinten da. Jetzt hast du mich von hinten erwischt. Oh Gott. Da ist Flugzeuge. Oh, schon wieder. Alter, hier, das ist halt fast unmöglich, hier was zu sehen, weil diese scheiß Wolken. Oh, ja, ich habe was getroffen, schön. Da ist irgendwo, hier ist wieder eins. Da oben, irgendwo. Und wieder hat's mich erwischt. You are the new legend. Enter your two initials for future generations of game players. Oh, ich glaube nicht. Kann nichts eingeben. Aha. Okay. Oh. Okay. Ich bin die Legende. Ich habe 26 abgeschossen oder so. Wow. Ich versuch's mal nochmal, aber. Alter. Du erwischst die halt einfach auch nicht. Ich war doch legend damit beschäftigt, den zu treffen. Zweimal? Was? Ich sah da war einer. Ja, ich habe ihn getroffen. Da ist auch noch mal irgendwo. Ah, und wieder getroffen. Oh, da ist auch noch einer. Und noch einen getroffen. Das auch nochmal.
Schütze gehen halt auch nicht weit. Jetzt treff ihn doch! Alter! Was ist das denn für eine Scheiße? Boah! Jawohl, ja, also es geht doch. Manchmal trifft man ja doch mal. Ich glaube, hier oben können die mich nicht treffen, aber ich kann sie treffen. Das ist schön. Ah. Au, okay. Stimmt nicht so ganz. Extended Play, yes! Oh, jawoll! Hier unten treffen die mich nicht. Das ist das Gute dabei. Ah, wieder ein erwischt. Sehr schön. Autsch. Oh, 50 erwischt. Jawoll. Okay, sehr schön. Ich bin die neue Legende. Schon wieder. Ja, jetzt habe ich es aber auch wirklich verdient gehabt. Jetzt habe ich 51 habe ich abgeschossen. Das muss jetzt nichts bedeuten. Ich denke, es gibt Leute, die noch viel mehr können als ich, aber für mich reicht das vollkommen. Ich bin damit glücklich, dass ich 50 Flieger abgeschossen habe. Ach, aber das ist schon echt hardcore mit diesen extrem schnellen Wolkenbewegungen. Das gefällt mir gar nicht. Das mag ich nicht. Ist immer noch besser als Sound aus der Hölle, wie so manches andere Spiel, wie letztes Mal. Ja, aber gut. Nummer 2920. Da werden wir rüber zum TRS-80 gehen. Der hat ein weiteres Spiel für uns parat. So. Und das ist Pharao. Oder die Pharao. Egal wie. Und Pharao ist ein textbasiertes Strategiespiel für den TRS-80. Der Spieler ist für die Getreide- und Goldvorräte einer ägyptischen Nation verantwortlich und hat die Aufgabe, die Landfläche pro Bürger innerhalb von 12 Monaten von 5 auf 10 Hektar zu erhöhen. In jeder Runde muss der Spieler Scheffelweizen im Tausch gegen Gold verkaufen und mit diesem Gold dann Land kaufen. Die Spieler können auch Land verkaufen, wenn die Kosten hoch sind. Diese Kosten schwanken von Runde zu Runde. Der Spieler muss dafür sorgen, dass er am Ende jeder Runde genug Getreide übrig hat, um sein Volk zu ernähren, sonst sinkt die Bevölkerungszahl. Ansonsten kommt es in der Runde zu Geburten, Todesfällen und Einwanderung in das Land. Zufällige Ereignisse wie zum Beispiel der Diebstahl der königlichen Truhen können auftreten, wenn der Spieler bei seiner Expansion keinen Erfolg hat. Wundervoll. Also es ist sowas wie Hammurabi oder das Sumer Game. Welcome to the complex world of Pharao. Oder Pharaoa. The object is to increase the people's land ownership from 5 to 10 gray crisps per person. This isn't easy. You will need to sell grain and buy land at the best market values. Of utmost importance is the need to supply the people with at least 5 bushels per month each. The people with at least 5 bushels per month each. Heißt das, jeder braucht 5 von den Leuten? Habe ich das, verstehe ich das richtig? Ich denke mal, ja, dass jede Person 5 Büsche bräuchte. Okay, 5 also. Therefore be careful not to overspend grain and gold. Leave some for the people. You have 12 months to succeed. Okay. Mhm. Also, wir haben Month on acres per person 5, birth 8, immigrants 3, death 16. Wir haben 395 Leute. Wir haben 202 ounces of gold, 10 bushels of acre. Wir haben 20.168 grain. Das heißt, 3 mal 359, das sind dann 1900. Das ist aber ein bisschen wenig, oder? 1.959, also wenn ich jetzt sage 2.000, Reds 8.100 Bushels, na toll. Month von Acres per Person 5.
Aber es scheint schon zu stimmen. Johannes, gold is selling for 20 bushels per once. How many bushels do you wish to sell? Wenn ich 20 habe und 2000 muss ich ausgeben, könnte ich ja quasi 18.000 weghauen. Die Frage ist halt nur, wie viel ich nächstes Mal bekomme. Ich habe ja 2000 Acres of Land. Und ich bekomme 10 Bushels per Acre? Dann will ich ja wieder 20.000 kriegen, oder? Sehe ich das richtig? Ich verkaufe jetzt mal 10.000. Your Excellency, land is selling for 8 ounces gold an acre. Ich habe jetzt 702. Das heißt, ich könnte mir auf jeden Fall ein bisschen was leisten. Machen wir mal 50. Population required 1000. Ja, genau. Also doch ist es genau so. Ach, das wird mir abgezogen generell. Okay. Gut, da muss ich nicht mal nachrechnen. Das ist wunderschön. So, wir haben drei Geburten, 15 Immigranten, drei Tote. Wir haben Population 410. Ja, jetzt habe ich 31.653. 13 Bushels per Once. Okay. Wir können dir dann 20.000 verkaufen. Oh, 6 Ounces, das ist ja wundervoll. Dann können wir ja mindestens, wenn wir 100, 600. Machen wir 150. Nein, nicht so. So. Was? Ich hätte viel mehr kaufen sollen. Zwanzig Geburten, 27 Migranten, 8 Tote. Selling for 19 bushels per ounce. 19, das ist nicht so viel. Wir verkaufen mal 18.000 und 9 Onzen Gold. Nicht jetzt 1000. Nee, warte mal, 100? Doch, kaufen wir mal 1100. But you only have. Achso, also doch nicht. Dann stimmt es ja doch nicht. Ja, ist okay. Hab's verstanden. Dann will ich 200. Oh, ja, okay, genau. Ja. Hey. Neun Geburten, 37 Immigranten, vier Tote. Es bin immer mehr. 11 Bushels per Ounce. Das ist nicht so viel. Aber ich kann es mir leisten. 2000. 400, dann machen wir 10 Unzen. Machen wir mal 100. Ich glaube, ich bin nicht aggressiv genug. Ich sollte mehr Land holen. Ich glaube, wir brauchen ja. Ich glaube, wir brauchen ziemlich viel. Ach, was ist denn jetzt wieder los? Was ist denn mit dem Internet wieder? Ach, Himmel, Arsch und Zwirn nochmal. Was habt ihr alle für Probleme? Was ist mit dem Internet los? Hallo? Verbinde dich? Mach irgendwas? Das WLAN, das ist zum Teil. Ah. Okay, also. Gold 14. Okay. Wir verkaufen wieder 20.000. Was für 7 Unzen? 300? Ja.
Gold is selling for 15 Bushels per ounce. Naja, ist diesmal nicht so gut. 25.000. Und wir kaufen Land für 300. Ist das okay? Ja. Wir müssen ja, glaube ich, auf 5.000 kommen. Jetzt sind wir aber gerade mal bei der Hälfte. Wir haben gerade mal 1.000 Hektar Land mehr. Das ist zu wenig. 16 Gold. Es wird immer weniger. Also ich kriege aber natürlich auch mehr mehr raus, muss man ja auch sagen. Oh. Was soll das denn? Gold is selling for 20 bushels. Robbery attempt stopped by Royal Guard. Sehr schön. Scheiß. Idioten. Für 10 Ounces. Das ist aber auch nicht gut. Werde ich nicht hinkriegen. Gold is selling for 19 bushels. Das ist okay. Oh, das ist ein bisschen zu wenig. Nee, es passt schon. 6 ounces. Oh, das ist sehr gut. Dann nehmen wir 400 gleich. Ja, vielleicht wird's noch was. 5000 Ackerland brauche ich. 3800 habe ich aktuell. Na, 16. Achte, 16, 24, 300. Es könnte was werden. Es könnte schaffbar sein. Oh, 14. Es wird immer weniger. Nein, ich wollte nicht 3000 verkaufen, ich wollte 30.000. Also ich wollte viel mehr verkaufen, aber gut, für die Preise wäre es vielleicht nochmal, aber ich habe nicht mehr Zeit, ich habe nicht viel Zeit. Das ist der letzte Monat, glaube ich. Für 13, ach leck mich doch am Arsch, du Wichser, du kleiner. Aber für 6 auch, das 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Ah, kriegen wir die 850 hin? Ja, ich hab genau die 5000.
Ich glaube, ich habe gewonnen. You will be hung in 2 weeks for gross neglect of duties. Was? Ich hab doch geschafft, 5000 zu machen. Was? Ja, Landfläche pro Bürger innerhalb von 12 Monaten von 5 auf 10 Hektar zu erhöhen. Hä? Ich hab doch... Hä? Was? From 5 up to 10 acres per person. 5 acres per person from 5. Ja, aber hä? Ja, weil auch mehr Leute immer kommen, oder? Aber verstehe das gerade nicht. Hätte ich. Ich habe jetzt beim letzten Ding nicht geschaut, wie viel hat. War es zu wenig? War es zu viel? Ich. Hä? Ich bin etwas verwirrt gerade, warum das jetzt nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Für 6 Gold, 6, 12. Ja, 200. Ich bin jetzt echt ein bisschen. Okay. Oh, 19. Da verkaufen wir 20.000. Für 7. 7. 14. Ach, das wird nicht viel. Machen wir mal 150. Das ist echt wenig, was da, wie das hochsteigt. Für 11 Büschel. Das ist ja gar nichts. 11 Golf pro Büschel. Ihr macht mich arm, Leute. Ihr macht mich wirklich arm. Neun. Neun. 18. Okay. Wieder für 11. Sag mal. Zum 14, 120, 28, 500. Sag mal. Sechs Komma fünf. Jetzt wird's Lampster. Okay, 14. Acht. 16. 200. 's müssen mehr Leute sterben. Ich möchte ungern sagen, aber. Danke. Ja, gut.
Ja, hat sich nicht viel geändert. 16. Okay, 27.000. Mach mal 23.000. Verkaufen wir. Und dann 6, 12, 18. So. Die Ratten essen viel zu viel. Das ist schrecklich. 7,4. 14. 42.000. Weg damit. 9. Können aber 400. Was? 9? 18? Ja. 150 geht das? Ja. Okay. Oh, 7,5. Das ist wie die scheiße Migranten. Vielleicht muss ich mal mehr für die, also mehr raushauen. 18.000, okay. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt ein paar Leute sterben lassen. Wir machen mal 40.000 weg. Weil ich brauch die Acres. Das ist viel zu viele Leute, die jetzt da. Die müssen ein bisschen hungern, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich werde es gleich sehen. Oh, 10 und. Mann, du bist aber auch ein Arschloch. 200. Population this month must raise in silliness. Because of a low supply of grain, your humble servant sold ounces of gold to satisfy them. Okay. Jetzt hat er auch noch Gold bezahlt. Ja, ich wollte ja Leute sterben lassen, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Es klappt aber anscheinend nicht so richtig. Oh, Mann! Was soll das denn? Ich komm nicht höher. Was soll ich denn tun? Jetzt bin ich bei 7,4. Das ist viel zu wenig. 15 Büsche. Rainstone. Jetzt geht das auch noch los. Ich hab nichts bekommen. Ist das dein Scheißernst? Ich hab ja auch nichts gekauft, du Idiot. Kann ich ja auch nicht, weil mir alles gestohlen wurde. Das ist schon wieder vorbei. Null. Ach, jetzt kann ich noch Acres verkaufen. Nein, bringt mir genauso wenig. Blöden Wichser, ey. Ich fütter euch durch und ihr dankt mir, dass wir das Scheiß stehlen, du blöden Wichser. Ja toll, wie soll ich jetzt in 2 Monaten das noch hinkriegen? Gar nicht. Und es wurde schon wieder gestohlen. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für eine Scheiße? Zum zweimal hintereinander. Ja, nee, ist klar. Das ist. Ich lasse euch verhungern, ihr Wichse, ihr Blöden. Für 11 Büsche. Ach, dich, ey. Ihr könnt mich ja mal am Arsch lecken, ihr Wichser.
Und dann werde ich nur exekutiert wegen diesem blöden Idioten, ey. 15. Also für 15 verkaufe ich. 17.000, ey. Und Land kaufe ich. Naja. 8. 8 ist halt echt schon wieder sehr viel. Nee, ich kaufe. Bei 8 kaufe ich nicht. Ich kaufe nur unter 8. Das ist zu wenig. Und immer noch 8. Ich glaube, das hat nicht viel mit Können zu tun. Das ist ein reines Glücksspiel. Ich sehe da keine Möglichkeit. 20 jetzt hat. Verkauf mal 31.000. Aber 10. Boah. Ich kauf doch nicht mit 10 Unzen, du Vollidiot, du Blöder. Wieder 20, okay. Mein Problem ist, wenn ich halt das Land nicht erhöhe. Wieder 10 Unzen. Weil es halt genauso viel kostet wie... Ich könnte natürlich auch Ackerland verkaufen, damit dann die Personen wieder... Naja, nee, muss ja mehr sein. Ich hab einen Mon 4 und ich habe nichts verkauft bisher. Nicht. 17, das ist auch okay. Acht. 8, 16, 24, 32, 40. Ja, 520. Ich muss irgendwann mal Land kaufen. Aber es ist schon viel zu spät, glaube ich. 11 Büsche. Jetzt. Ich muss ja verkaufen. Ich brauche ja Land. Und es wurde wieder... Okay. Nö, nö, nö. Kein Bock drauf. Was ist das für ein Scheiß-Game? Was für ein Müll. Da wird es dir ständig geklaut. Was für ein Drecksgame. Nummer 2921. Mame ist wieder, ist mal dran. Mame, Mame. Game Capture. Apple 2. Pedals, dann brauchen wir, ach da, das ist mit Floppy, das ist das hier, dann müssen wir 6, STRGP, Enter. Egal. Wir brauchen Run. Ach. Nein. Sepp. Nein. Sepp. Was? Nicht bei... So, also Phaser Sepp.
Das ist ein einfaches Shooter-Map, bei dem der Spieler eine große Anzahl feindlicher Raumschiffe abschießen muss, während sie durch das Sternfeld fliegen. Das Spiel wird aus der Ego-Perspektive mit einem festen Bildschirm gespielt, wobei man mit den Paddles zielen muss, was dadurch erschwert wird, dass es kein Fadenkreuz gibt, durch das man zielen kann. Gegner, die die Mitte des Bildschirms erreichen, versetzen dem Spieler einen Schlag, was zu Energieverlusten führt. Die Energie sinkt mit jedem Schuss und wenn sie 0 erreicht, ist das Spiel zu Ende. Für das Abschießen der Schiffe gibt es Punkte und das Ziel des Spiels ist einfach, die höchste Punktzahl zu erreichen. Es ist absolut scheiße, weil du siehst ja nicht, wo du hinschießt. Das heißt, du musst guessen. Und das Problem ist, dass die Paddles sich ja, wenn du ein Paddle hättest, dann ist das vielleicht ein bisschen besser, aber ihr werdet sehen. Das ist echt scheiße. So, ich kann jetzt nur guessen. Und man sieht ja, wie scheiße das ist. Ja, jetzt werde ich abgeschossen. Weil ich kann nur die kleinste Bewegung machen und man sieht schon, wie weit es zum Teil geht. Und man sieht auch, dass das Treffen Oh, ich habe eins erwischt! Wow! Das hätte ich nicht erwartet. Ich hab... Oh mein Gott. Ich meine schon, das ist schon ein bisschen kritisch. Wow, ich hab noch eins erwischt. Ich kann nicht sagen, wie gut das wirklich mit der Paddle-Steuerung funktioniert. Ob das besser ist, aber... Also, man hätte dem Ganzen ein Fadenkreuz spendieren können, finde ich, aber... Was, wer bin ich schon, um ein Fadenkreuz zu... Boah, dann! Okay, das war's. Nee, das ist ein Scheißspiel. Wir haben heute ganz tolle Spiele. Naja, ich meine, wer kam denn auf die hirnverbrannte Idee zu sagen, hey, es ist doch viel cooler, wenn wir einfach gar kein Fadenkreuz machen, weil so ist das Spiel wunderschön einfach oder so. Wie kommt man auf diese hirnverbrannte Idee, dass es eine gute Idee wäre, wenn man einfach kein Fadenkreuz mit reinnimmt? Ich verstehe es nicht. Okay, egal. Nummer 2922, da gehen wir zum Browser rüber, denn das ist mit Browser spielbar, mit Browser, und zwar über DOS. Und was wir hier haben, ist das ein Spiel namens Philosopher's Quest. Das ist ein Einzelspieler-Text-Adventure. Die Geschichte beginnt damit, dass der Spieler in einem Trödelladen herumstöbert. Irgendwo im hinteren Teil des Ladens liegt ein alter Zauberstab. Er liegt einfach so da und was kann schon passieren, wenn man ihn ein wenig zuwinkt, vor allen Dingen, wenn der Ladenbesitzer ihm den Rücken zuwendet. Und so geschieht es, der Zauberstab wird geschwenkt und der Spieler wird zu einem anderen Laden irgendwo in einem Höhlensystem transportiert. Obwohl er allein in der Höhle ist, hört er eine Stimme, die ihm sagt, er solle auf Entdeckungsreise gehen, einen Schatz suchen und ihn als Entschädigung für die missbräuchliche Verwendung des Zauberstabs in den Laden zurückbringen. So beginnt ein Abenteuer, bei dem der Spieler auf die Schlange im Garten Eden, den alten Seefahrer, eine kranke alte Dame, einen Wal und viele andere seltsame Gestalten und Orte treffen wird. Okay. Also, das Problem dabei ist, und das kann ich jetzt kurz klären. Das Wichtigste ist bei diesem Spiel, dass es scheiße hart ist. Und es ist unfair. Diese zwei Worte liebe ich ja in Spielen. Also ich werde mal kurz das in Englisch vorlesen.
One and most importantly, this is a rotten hard and randomly unfair game. In fact, it has the reputation of being the nastiest of the Topologica games, and it's really, truly deserve it. The other Topologica games want you dead. Philosopher's Quest wants you dead now. And if it's all possible for you to suffer in this process. You can die at the game at slightest whim. At least making a typo doesn't cost a move, unlike in the original. Save often and keep all your save files until you finish the game. 2. The parser is limited but reasonable. I have not found any place where using prepositions is necessary or even possible. By contrast, the game are good at giving you less to type. If there is only one object, simply get will take it. If there are several, it will assume the first one listed. Ditto for drop, which will drop the first object in your inventory, and ditto for several other verbs. Get all, however, is unfortunately not provided. As far as I can tell, words are significant of the usual first four letters. Third, the game has one rather annoying bug. If you die, and in normal play you will die a lot, and choose to play another game, you aren't put back at the start, but in the what seems to be a room of the map, apparently the location where temporarily non-existent objects are stored, still carrying your previous possessions and you can't go anywhere. If you really do want another game, you'll have to reload from the start. Fourth, I'm not taking you past all the sites and clues, also this game unfashionably these days accepts a lot of experimentation and learning by doing so to solve them, none of which can easily be done in a walkthrough. Because of this, before you resort to reading this walkthrough, you might want to try the official hints. Floating about the net is a text file with the original hint booklet. Okay. Finally, this walkthrough is for the Acronsoft BBC game, which is available at the IF Archive. This is rather drastically cut down from the Topologica MS-DOS version. I also found there are more likely the same company's BBC disk available as when the web engine, which is why hints do not really reliably apply to this one. Many of the related puzzles were put into the second game, Castle of Riddles, which is all available in the archive. Also, funktioniert das jetzt damit oder nicht? Aber wie schon geheißen, also hier so ist dieses Spiel will dich tot sehen und zwar oft. Ja gut. You start in a shop. Magic wands can be dangerous things. The one you find in the junk shop of Market Street is no exception. It's a mistake to wave it while the old shopkeeper's back is turned. Instantly, the atmosphere turns inside out, taking you with it. Then it twists back again, dumping you back inside the shop. But a strangely altered shop indeed. No windows, precious little stock, and no shopkeeper either. You're in a part of a cave system to judge from the wall, ceiling and floor. As you pause, uncertain what to do, a voice seems to weasel through the back of your skull. Go and seek the treasure, mortal, and bring it back here in payment for the misuse of my wand. You will need every ounce of cunning to deal with the serpent in the Garden of Eden, the ancient mariner, the invalid old lady, the whale, and other problems too difficult to name. A word of warning, it is dangerous to travel in the dark. One last thing, read my notice! The words begin to fade from your conscious mind. The temporary paralysis that has gripped your limbs since you won't wave the wand eases, and you begin to realize that what happens now is up to you. Good luck! Ich werd's brauchen. Ich denke, ich werd's nicht durchkriegen. Nicht so, wie es hier steht zumindest. Also, you start in a shop and face the first unfairness straight away. You're only allowed to take two objects from the shop. But there's no reason at all right now for you to choose any above the other, except perhaps the keys, which are an adventure staple useful object. And in fact, you're going to need all four of them. Take the keys, Rod and Aqualung. Okay. You are standing in a small shop which normally has various goods displayed for sale. Areas of the shop are obviously intended for the display of treasures. Above an exit south hangs a large sign which reads, adventurers please note only two implements may be removed from this shop under penalty of death. So choose carefully. A piece of sausage is curled up here. There's a fluffy lace edge cushion here. A small teabag is lying here. There's an aqualung with a full tank of oxygen here. It turns on automatically upon contact with water. There's a bunch of keys here. Ja, aber wenn ich doch jetzt...
Aber wenn ich doch 3 nehme, dann funktioniert das doch nicht. Get Keys? Keys taken. Aber wenn ich jetzt doch 3 nehme, dann sterbe ich doch, oder nicht? Was ist denn die Rot? Hä? Get Rot? Ja, es gibt keine Rot. Was soll das denn? A piece of such a sausage. There's a fluffy laced eye-edged cushion here. A small teabag. Wo ist denn da eine Rot? Yeah, only allowed to take two objects, but there's no reason at all right now for you to choose any above the other, except perhaps the keys, which are an adventure staple. In fact, you're going to need all 4 items. Hä? Take Aqua. Ja, aber welche Rot denn? Ich habe keine Ahnung. Vor allem jetzt. Soll man jetzt soll man plötzlich die Keys wieder wegschmeißen? Ah, you throw the keys neatly through the exit. A thunderous voice from nowhere intones, very clever, but you won't get away with that again. Ah, okay, ich verstehe. Ja, aber wie kann ich denn jetzt, welche Rot denn? Da ist keine Rot dabei. Hä? Ach, das war jetzt. Ach, das meinten sie damit. Okay. Warte mal, habe ich hier. Steht hier was drin? Do not take anything. Da sagt er mir, ich soll gar nichts nehmen. Dankeschön. Ja, brauche ich jetzt den Teabag oder brauche ich die Wurst? Keine Ahnung. Was von beiden brauche ich denn jetzt? Cool. Oder so. Rot. Ich nehme jetzt aber mal die. Das wird schon passen. Okay, also. Throw the keys und dann South. It is pitch dark. No light here and no lamp. In this game, though, in all games of the Phoenix Heritage, you can get objects in the dark, even if you never see them before. So get and get again. Get. Get. Aha, okay. Light lamp. Your lamp is now on and burning brightly. You are at the north end of a long straight passage. To the north lies the shop, presumably. Side passages access east and west. A medium-sized piece of oilskin is lying here. Okay. So again, getting a light lamp. This can be done with just the command on go south. Nochmal south, okay. You are at the south end of the long passage. There's a tunnel to the south through which light is faintly visible. Someone has scratched the word Blatch on the wall. A ruby amulet is lying nearby. Okay. Jetzt soll ich the rod. Ja, okay. Row Sausage. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber dann habe ich es halt eben oder nicht oder. Ach, keine Ahnung. Dann nochmal nach Süden. You are on a sandy beach to the east of an enormous cliff, which bars the way to the north everywhere except a small cave entrance at the base. Rocks to the south and east block these routes effectively. There is a ledge vertically above you on the cliff, but far too high to reach. A track exists west, parallel to the cliff. There is a purple star drawn on the face of the cliff. Meine Güte, so viel Zeug, ey. Dann Drop Aqua. Müssen alles droppen hier. Dann nach Westen. You are standing on a
East West Beach, just south of the sheer cliff, which has ledge visible high above you. To the south lies the sea, looking particularly inviting except for a buzzing noise from above it. A long horizontal plank is visible some way above you. Now, like the cliff, it runs east west and ends above contraption too far away to the west to see probably. Okay, dann gehen wir nach Nordwesten. Na, und es geht natürlich nicht. Das ist super. Und Norden? Nein. Ja. Ich habe leider die Befürchtung schon gehabt, dass es nicht funktionieren wird. Ich bin am Arsch. You are on the beach, standing halfway along the cliff face, which still stretches away upwards to the north. Narrow tracks exist east and west. The sea and the buzzing lie to the south. A long horizontal plank is visible somewhere above you, like the cliff. It runs east-west. It ends at a pivot to the west of you. There is something large fastened to the western end of the plank. There's a huge oak coffin lying here. There's an empty bottle here. Yeah, super. Also wieder nicht nach Norden? Nein. Okay, hier fehlt wieder irgendwas. You are walking on the beach to the east of a large pivot with the cliff in the north. Narrow paths exist east and west. The sea lies to the south and thus that buzzing noise. A long horizontal plank is visible some way above you, like is something large fastened to the western end of the plank. There's a large wrought iron bath here. Some driftwood lies falling here. You are standing by an enormous pivot which looks climbable. One of top is a long plank which horizontal blends by a bucket fastened to its western side. There's a west check of stones sitting here. Ja, wie weit kann man denn noch nach Westen gehen? Ah, okay. You are standing at the entrance to a small bungalow with the name Shangri-La painted tastefully above the entrance. Thick foliage surrounds the place in all directions apart from a track southeast. The bungalow is heavily shuttered, giving it an impressive appearance. Okay. You are standing in the kitchen of the bungalow, which is usually lit by some rather dubious looking electric wiring high up. The windows are all boarded up. There is a door to the larder to the east and another room to the north. The house entrance is to the south. The door is closed. There's a dubious looking power source here. There's an empty electric kettle here. There's an empty cup here. The door is now unlocked. Okay, warum auch immer? You are in the larder of the kitchen. The door is open. There's a small teabag close at hand. A large enamel sink is lying nearby. There's some water in the sink. Ich bin jetzt, glaube ich, tatsächlich wieder da, wo ich sein sollte. Das ist cool. Jetzt Cup? Oh, nein. Also doch nicht. Das ist scheiße. Das ist ja das, ich habe keine Ahnung. Weil das ist ja ein Objekt, das vorher verschwinden würde. Das wäre super. You are in the living room of the bungalow. The windows are boarded up in here too. The only exits are north through a dark passageway and south to the kitchen. There's an old Victorian lady in wheelchair in the room, quietly writing something. She looks up as you enter. Well, have you brought it? She demands rudely. No! She shrieks, you haven't! Get out! To your alarm, she brandishes her umbrella, rides the wheelchair full at you, and drives you back to the kitchen. Okay. Turn off your lamp. Off. Lamp is now off, okay. Then south. Southeast. Ah, es geht tatsächlich. Wow. East und North.
Nein, natürlich wieder nicht. Ach. Ich bräuchte jetzt irgendwie. Oh, you enter the sea and begin to swim. Almost immediately the source of the buzzing noise becomes obvious. It's a lots of bees. All heading for you. After a few stings, you get the point and duck under the water. The bees hover overhead waiting. You eventually run out of breath and drown. You've passed away, I fear. You scored 0 points. Wow. Okay, also die Komplettlösung hier funktioniert nicht. Aber es ist ja auch für den anderen PC, deshalb. Ich versuche es jetzt nochmal mit der anderen. Vielleicht funktioniert es damit. Also erst einmal S. Get Lamp. On. So. Dann I. Aber da ist ja auch schon wieder nicht das Amulett. Nee. Okay, das funktioniert also mit hier nicht mit den Dingen. Das ist eine andere Version. Aber da dieses Spiel auch scheiße schwer ist anscheinend, habe ich da auch gar keinen Bock noch länger damit mich zu befassen. Text Adventures hatten wir jetzt ja auch beileibe schon. Mehr als genug. Da müssen wir nicht noch mehr haben, meiner Meinung nach. Aber es werden noch mehr als genug kommen, also. Ja. Mir reicht's. Nummer 2923 ist hier Piero. Und das ist ein Arcade-Spiel für den Apple II. Der Spieler steuert eine Reihe von Clowns und einer Wippe, deren Ziel es ist, Luftballons einzusammeln, die über ihnen liegen. Zu Beginn jeder Runde springt einer der Clowns von einer Plattform, die sich entweder auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms befindet. Der Spieler muss mit den Apple-Paddles versuchen, die richtige Seite der Wippe unter dem fallenden Clown zu positionieren, um seinen Partner in die Luft zu werfen und Ballons zu sammeln. Der Spieler muss seinen Partner immer wieder in der Luft werfen, bis er alle Ballons angesammelt hat. Verfehlt der Spieler den Ballon, wird der fallende Clown auf den Boden gestreut und verletzt. Der Spieler hat insgesamt 5 Clowns und wenn alle verloren hat, ist das Spiel vorbei. Der Spieler erhält 10 Punkte pro Aufprall und 50 Punkte für jeden eingesammelten Ballon. Der Spieler erhält einen zusätzlichen Clown bei 5.000, 8.000 und 10.000 Punkten. Ja, kennt man ja auch schon das Spiel. Dieses mit den Clowns, das gab es ja vorher auch auf dem eben im Arcade-Automaten. Nummer 2924 ist Pig für den Commodore PET. Das ist ein einfaches Würfelspiel. Das Ziel ist es, 100 Punkte zu erreichen, bevor der Gegner, der Computer, dies tut. Der Spieler und der Computer würfeln abwechselnd, so oft sie wollen. Jedes Mal, wenn gewürfelt wird, wird der Wert zur Gesamtsumme des Spielers addiert. Aber immer, wenn ein Ass, also eine 1, gewürfelt wird, gehen alle in dieser Runde erzielten Punkte verloren und die Runde ist sofort vorbei. Also muss man halt abwägen. Nummer 2925 ist ein Spiel, das wir uns beim TS80 angucken können. Pam, 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 pam. Und das ist Pigskin. Yeah. Was soll das wohl sein? Pigskin ist ein American Football Simulation für ein bis zwei Spieler für den TRS-80. Das Spielfeld wird aus einer Top-Down-Perspektive betrachtet und die Spieler wählen abwechselnd aus 11 offensiven Spielzügen und 7 defensiven Formationen. Ein Spieler kann gegen einen Computer oder einen menschlichen Gegner antreten. Oder gegen sich selbst spielen. Gegen den Computer stehen 5 Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Die Bewegung des Balls wird grafisch auf dem Bildschirm dargestellt, die Feldspieler erscheinen jedoch nicht. Das Spiel folgt den Grundlagen des American Football und es gibt eine Funktion zum Speichern und Wiederherstellen laufender Spiele. Ja, nein, ich will kein Schweinspiel. So, das Home Team ist dann der Computer, deshalb USA. Und ich bin Germany. Nein, der Computer soll nicht gegen sich selbst spielen.
Ich will mitspielen. Ja. Ich nehme eins, das ist erstmal das Einfachste. Mal schauen. Your computer will be the home team. You will play as the visitors. Okay. Dann wird das Footballfeld aufgebaut. Ja, und dann geht's los. The coin flip is about to take place. Wer darf anfangen? USA has won the toss and will receive. Okay. Germany kicking off. Da fliegt der Ball. Er fliegt langsam. Er fliegt sehr langsam. Er fliegt verdammt langsam. Oh, schön. Wird er gecatcht oder fliegt er ins Aus? Aktuell sieht es aus, als würde er ins Aus fliegen. Ja. Oder? Hat er ihn noch gefangen? Der Kickoff covered 46 Yards. Oh nein, jetzt kommen sie doch nach vorne. The ball here was returned 10 Yards. Okay. An der 11-Yard-Linie sind sie nun. Okay, jetzt muss ich ja defensive Spielzüge wählen, oder? Das richtig verstanden habe. Ja. Ich habe ja keine Ahnung, welche verschiedenen Defensive Plays ich habe. Ich nehme einfach die 1. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, welche. Offense 5, Defense 1. Incomplete Pass, okay. Ich habe nicht mal. Ich weiß ja nicht mal, welche. Was. Welche. Ne, was Offense ist. 2. Oh. The player gained 10 Yards. War der wieder ein First Down? Ja. Ich habe halt absolut keine Ahnung, welche, nee, was die verschiedenen Spielzüge sind. Mir wird sie nicht erklärt. 8 Yards. Cool. Super. Defense can't play for punt or field goal at this time. Oh. Okay. Denke mal, eins ist Run, zwei eventuelles Pass. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, 2 Yards verloren, sehr schön. Sind wir schon im Third Down? Ja, jetzt muss ich schauen. Komm schon, nochmal. Ah, da kommt der Ball und er geht und er geht. Ah, Incomplete Pass, sehr schön. So, dann will jetzt der Kick kommen, schätze ich mal. Punt. Bier. Da kommt der Punt. Was, noch ein Pass? Ja, die hat es versucht. Wow. First down attempt failed. Germany takes over. Das war eine blöde Idee von ihm. Okay. Ja gut, aber ich habe ihn ja auch im einfachsten Schwierigkeitsgrad gestellt. Da machen sie wahrscheinlich sowas. Ich habe keine Ahnung. The play gained 2 yards, okay. Ich müsste wissen, was ein Field Goal ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Aber nochmal 5 yards. Sehr schön. 3 Yards noch zu gehen. Fumble. Ach, leck mich doch am Arsch.
USA recovers and takes over. Oh, ist das dein Scheiß Ernst? Und ich bin wieder in der Defensive. Schön. 2 Yards. Ach, ich habe 7 Defensive und 11 Offensive. Ach, incomplete, sehr gut. Gott sei Dank. Incomplete. Wahnsinn, versuchen Sie jetzt es nochmal. Trotzdem wieder auf den Kick. Ah, sie haben gepantet. Okay. Diesmal haben sie gepantet. Der Ball geht weit. Ich habe doch die 4 als Defense Aktion genommen. 60 Yards. Ah, er läuft aber gut. Er läuft sehr gut. Wow. Punt Return 27 Yards. Das ist okay. So, los geht's. Offense. 5 Yards, okay. Ach, schon wieder ein Fumble. Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Und das ist der einfachste Schwierigkeitsgrad. Jetzt schon wieder ein Fumble und wieder bin ich in der Defensive. Also heute. Heute soll es wohl nicht sein. Heute soll es wohl einfach nicht sein. Incomplete. Wieder ein Incomplete Pass. Wieder im Third Down. Oh, sieht sogar nach Loss aus hier. Sehr schön. Wow, das ist aber viel Loss. Was zum Teufel? Wow. The Quarterback was sacked. Sehr schön. Der Punt, das wird dir nicht angezeigt dann. Das ist das, okay. Und der Ball fliegt wieder. Und er fliegt. Und fliegt. Und er fliegt weiter. Und immer weiter. Und er fliegt. Weit. Immer dieselben Idioten, ey. Zwei. Weh, jetzt kommt wieder ein Fumble. Ich sag's dir, ey.
6 Yards, schön. Ah, das sieht gut aus. Ah, das sieht sogar sehr gut aus. 32 Yards. Jetzt sind wir da dran. Wehe, du machst jetzt einen Fumble, ey. Wehe. Ah, 2 Yards. 2 Yards, 2 Yards, 2 Yards sind 2 Yards. Oh. Ja. Komm, 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 komm. Touchdown! Ach, da ist es, geht doch. Extra Point good, sehr schön. 7:0 für Deutschland. Yippie-yay-yay. Und wir sind noch 1:31 im ersten Quarter. Oh Mann, und jetzt fliegt der Ball wieder. Und er fliegt. Okay, ich wollte eigentlich nur tatsächlich bis zum Touchdown spielen. Ich denke mal, bei der nicht vorhandenen Anleitung steht drin, welche Zahl für welchen Angriff und Defensivspiel ist. Ob das dann am Ende wirklich eine Rolle spielt oder ob da der Zufall drin ist, ich schätze mal eher der Zufall. Aber ja, es gibt auf jeden Fall bessere Football-Simulationen zu der Zeit auf jeden Fall schon. Sie ist halt wieder sehr lampsang und zeigt natürlich nur die Ballbewegung. Aber für den TRS-80 ist es, denke ich mal, einigermaßen in Ordnung. Nummer 2926 ist Pinball für den Commodore PET. Das ist eine Computerversion eines Flippertisches. Der Spieler schießt eine Kugel in den grafischen Bildschirm und versucht, die Kugel mit den Flippern im Spiel zu halten. Zu den Tischelementen gehören Bumper, Rutschen und Tore. Es können Freikugeln und ein Jackpot gewonnen werden. Nummer 2927, da können wir reingucken. Das ist für den Commodore PET. Komm. Und müssen wir erst mal das Modell aussuchen. Modell. Das ist das 3008er. Und dann brauchen wir das Spiel. Das ist das hier. Nein, das ist nicht das da. Das ist das da. So. Und das ist Pinball. Pinball ist ein einfaches Flipperspiel mit einem einzigen Tisch. Die Kugel kann in nur 8 verschiedenen Winkeln bewegen, sodass sie sich beim Zusammenstoß mit runden Objekten nicht sehr realistisch bewegt. Bumper bringt Punkte ebenso wie Pik, Karo, Kreuz und Herz in der Mitte des Spielfelds. Wenn man alle 4 sammelt, erhält man eine zusätzliche Kugel und zu den 5 Kugeln, die der Spieler zu Beginn hat. Es gibt keinen Schläger, bis der Spieler einen Knopf drückt, also ist gutes Timing gefragt. Ja, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, welche. Ach ja, genau, da muss ich ja Großtaste, genau, für ist gleich. Genau, da kommen dann die. Hä? Ich hab doch gar nicht. Und schon habe ich einen Ball verloren, weil ich getiltet habe, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich wollte ja eigentlich bloß. Ich kann aber auch einfach die Taste gedrückt halten. Und der Ball wird dadurch wahrscheinlich nicht weglanden. Ja, das ist natürlich die Pro-Strategie. Man tut einfach die Flipper drauflassen und ich glaube, sie werden nicht ein einziges Mal. Ja, die Kugel wird nicht weggehen. Oh, doch, sie kann. Aber die kann ich ja so oder so nicht retten. Also scheiß drauf. Wenn die genau in die Mitte fliegt, werde ich die nicht retten können.
Kugel will unbedingt wieder zurück, habe ich das Gefühl. Ja, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Okay, ich versuche jetzt mal zu spielen. Wir wollen ja nicht hier ewig sitzen. Aber es dauert schon echt lange, bis die erscheinen, muss man sagen. Die Flipper. Da muss man schon ein bisschen vorausarbeiten, habe ich so das Gefühl. Das war knapp. Der Ball ist um einiges schneller geworden, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt wird aber. Jetzt wird aber aggro, der Ball. Ja. Ja, also es gibt aufregendere Flipper-Spiele, glaube ich, als das hier. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Pinball von letztes Mal. Was? Warum tilt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hä? Ich habe das Gefühl, das Spiel nimmt es mit dem Tilt irgendwie selbst ein bisschen zu ernst. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum schon? Ich habe da nichts ge... Also, okay, das Spiel ist scheiße. Ich weiß nicht, warum es Tilt gesagt hat. Ja, 12.900 Punkte. Also heute haben wir echt wieder ganz tolle Spiele. Muss ich schon sagen. Die sind alle durchgehend... Wahnsinn. Ja, genau, Wahnsinn sind sie. Okay. Machen wir weiter. Die Nummer 2928, die können wir uns auch anschauen. Und da müssen wir rüber zum Mattel. Wie hieß er gleich nochmal? Microvision. Ich glaube, der ist ja von Mattel gewesen. So, der Microvision. Ja, und was wir hier haben, ist Pinball. Yay, nochmal. Yippee-yay. Pinball ist eine Flipper-Simulation für das Microvision-System. Die Steuerung ist dieselbe wie bei Blockbuster. Mit dem Pedal-Drehknopf bewegen die Spieler ein Pedal nach links und rechts am unteren Rand des Bildschirms und entlang, um eine Kugel abzuprallen. Wenn man den Ball nicht trifft, verliert man ein Leben. Der Ball prallt ab, wenn er den oberen linken und rechten Rand des Bildschirms, die beiden oberen Ecken oder die vier Bumper in der Mitte des Bildschirms trifft.
Du erhältst Punkte, wenn du einen Bumper triffst. Wenn du einen Bumper viermal triffst, wird er in einem Multiplikatoreffekt aktiviert. Der Punktestand wird angezeigt, wenn sie einen Ball verlieren. Ja, man kann hier einstellen, die Schnelligkeit. Glaube auch, wie viele Bälle man hat. Dann eben slow oder fast. Slow bitte. Und das andere ST oder D kann ich nicht entziffern aktuell. Wir legen einfach mal los. Und das Problem ist hier, den Paddle muss ich mit meiner Maus steuern. Und das ist sehr clunky, weil die Bewegungen nicht immer so 100% übernommen werden. Das ist also nicht gerade einfach. Also ich bin ja in so Spielen alten vor allem generell nicht gut, aber hier ist nochmal ein extras Problem. Wegen dem. Ich versuche mein Bestes, aber es ist echt nicht einfach. Es ist halt echt scheiße. Also ich sag's euch, denn es ist halt keine präzise, es ist keine präzise Steuerung im Emulator für dieses Ding möglich. Also seht es mir bitte nach. Ich kann auch nicht mit der Tastatur spielen, sondern ich muss das mit der Maus bewegen, weil es ja auch ein Paddle ist. Also ja, es bleibt mir leider nichts anderes übrig. Es ist so zu spielen. So, jetzt habe ich den Multiplikator aktiviert. Geil. Der Sound ist irgendwie auch ausgegangen. Okay, er ist noch da. Nee, es ist echt nicht einfach, das so zu steuern. Ich meine, für ein Pinball-Spiel ist es auch echt. Für ein Pinball-Spiel ist es auch sehr. Ich sag mal. Rudimentär, ich habe einen Punkt, ich habe 17 Punkte gemacht. Geil. Schauen wir uns doch jetzt mal, auch wenn es mich wenn es weh tut, ist den Fast Mode und das andere, dieses D an, was das ist. Ich habe das ganz böse Gefühl, dass es nicht gut ist. Alter, es ist ein kleinerer Paddle und es ist ein schnellerer Ball. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah. Ich meine, es ist so schon schwierig genug. Alter. Hä? Ich hab doch. Was? Okay. Okay. Ja, es ist. Das ist. Okay. Also. Mit Pinball hat das nicht allzu viel zu tun. Es sind vier Bumper und ja. Ja. Mich wundert es nicht wirklich, warum der Microvision kein Erfolg, kein großer Erfolg war. Mit solchen Spielen. Naja. Nummer 2929. Da schauen wir wieder rüber zum. Der hat ein weiteres Spiel für uns parat. Und da braucht man erst einmal nochmal die Settings, Maschine. Wir brauchen das Modell 2001 und brauchen das Spiel. Das hier. Und ja, wir haben noch ein Pinball-Spiel. Und das nennt sich Pinball Wizards. Hit to serve the ball, it will bounce around the table. Schon wieder mit der Ist-Gleich-Taste. Gathering points. You must stop the ball from rolling off the bottom of the table with your bat. Was? To control the bat, hold down shift to move the bat right and left to go to move the left. You get double score if you light up the asterisk around double by passing. Vera Ring Character. You switch them off the same way. You get a free game every then 100.000 points and two free games if double is on. Okay.
Also, aber die bewegt sich ja automatisch. Was? Warum bewegt er sich denn automatisch nach? Und wann kommt der runter? Ach, der. Ah, okay. Es ist ja eher ein Paddle-Game und kein. Oh Gott! Wow! Es ist ja eher ein Paddle-Game und weniger ein Pinball-Game, aber okay. Ich sehe schon. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Boah, Mann, echt jetzt? Schon wieder genau an derselben Stelle. Kein Sound ist auch schön. Oh. Yay, ich hab mal getroffen. Oh. Muss den Ball verfolgen. Schauen, was er macht. Okay. Und zieht ein dreimal in diesem verfickten Eck. Ja, bleibt da oben, das ist mir ganz recht, ey. Okay. Ja, okay. Oh nein, wieder ins Eck. Oh Gott, jedes Mal. Du bist aber auch ein blödes Drecksding. So, jetzt habe ich dich. Du kommst mir jetzt nicht mehr weg. Oh oh. Eieieiei. Was? Okay, einmal noch. Das ist aber das letzte Mal, weil es dauert echt lange hier mit dem, wenn der da oben rumwurstelt. Aber das ist halt auch wieder so ein typisches. Du hast kaum Zeit zu reagieren, das Teil ist elendig lahmsack. Was passiert? Wow, ich muss ihn da auch. Oh mein Gott. Okay. Ich kann den dann auch selber wieder hochschlagen. Tolle Sache. Einmal auf die 100.000 kommen wäre ganz cool, aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. 72.000 haben wir schon. Also möglich wäre es auf jeden Fall.
Wenn der Ball nicht so unkontrolliert wegen diesen blöden Dingern hier durch die Gegend, da wäre mir lieber, wenn sie nicht da wären. Dann kann ich wenigstens abschätzen, wo der Ball hinfliegt. Aber wir haben es gleich. Wir haben gleich die 100.000 und da haben wir sie. Ich habe wieder einen Extraball bekommen. Yay. Wow. I am very happy that I have 100.000 points. Uff, ups, was? Der ist durchgerutscht. Das ist unfair. Das war so nicht abgemacht. Ich hasse diese. Wie gut, dass das Paddle so groß ist, aber es ist immer noch zu klein. Oh Gott, nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, nein! Was? Ich hatte noch einen Ball? Okay. Ich dachte, das wäre vorbei. Aber ich hatte noch irgendwie einen Ball. Ah, okay. Nein! Ist gut. Hab's schon verstanden. Ach, wir haben heute wirklich eine wahre Riege an tollen Spielen. Ich sehe schon. Ah, herrlich. Okay. Ja, okay, das können wir machen wir auf jeden Fall noch. Nummer 2930, da braucht man Mame UI. Mame UI. Wie ist das hier? Da. MameUI mit dem Apple 2. Oh. Da müssen wir. So. Und da brauchen wir 200 und 4000 R. Und wir brauchen. Ach, die ist hier schon drin. Dann playen wir sie doch. Und was wir jetzt als nächstes haben, ist Pirates. In Pirates erhält der Spieler von der Königin den Auftrag, ein Schloss gegen einen Angriff des Piraten Sir Edwin Denner zu verteidigen. Dies geschieht durch den Einsatz einer Kanone, die sich auf der Spitze eines Turms befindet, um das Schiff des Piraten zu versenken. Das Spiel ähnelt ein wenig einem Artilleriespiel, aber hier beschränkt sich die Eingabe des Spielers darauf, die Anzahl der Pulversäcke von 1 bis 10 einzugeben, die geladen werden sollen, und dann den Flug der Kanonenkugel zu beobachten. Um das Schiff zu versenken, muss man zuerst die drei Segel der Reihe nach zerstören, beginnt mit dem obersten. Nach jedem Schuss gibt Sir Edwin einen Schuss auf den Turm ab, der nach 6 Treffern zusammenbricht. Der Spieler muss dann über die Planke gehen. Wenn es dem Spieler gelingt, das Schiff zu versenken, erhält er eine Medaille. Ja, das ist das Konzept des Spiels.
Would you like to extra sound effects? Warum nicht? Wir haben sonst so wenige davon, also her damit, würde ich sagen. Oh, ah. Notice from the Royal Court. All ye able-bodied subjects, the Queen has requested that ye will defend the castle against the pirate and root Sir Edwin Denner. Any volunteer, press return. Mach ich. Ah, a volunteer. What's your name, loyal subject? Oh. You will stand watch in the tower and man the cannon. If the root Sir Edwin shows, blow him out of the water. Have you had a gunnery before? No. Well, game sir, it is rather simple. Load the cannon with bags of powder from 1 to 10 bags. You must blast the topsail first. Aim at the mast between the sails. When you have blasted all his sails, drop one on the hull and sink the Rook. Game Story, would you like to practice shot? Ja, bitte. Würde ich gerne machen. How many bags of powder? 6. Okay. Good, keep a sharp eye, Game Story. Pirates! Oh nein. Oh, da ist er. How many bags of powder? Oh, der ist so weit weg, da brauchen wir bestimmt 10. Hey, ich habe ihn doch getroffen. Mehr als 10 kann ich nicht. Hä? Es gibt doch bloß 10. 9? Aha, okay. Na gut. Dann machen wir als nächstes 7. Oh, das war ja viel zu wenig. Viel zu viel. Ach. 5. Oh. 3. Oh, ich glaube, ich versch. Das war zu viel. Ja. Sir Edwin, when I would like to see you. The Queen saved you from the sharks. Cool. Ja, dann nochmal. Immerhin hat sie mich gerettet. Nein, ich brauche kein Practice Shot, danke. Okay, dann fangen wir gleich mal mit 9 an. Jawohl. Dann 5 oder 6? 5. Jawohl. Dann 3. Oh, verdammt. Okay, ich muss mit 3 anfangen. Okay, ja, mit 3 weitermachen. 3. Bam. Ja, da ist es weg. The Queen would like to see you. Okay. Game Sorian, for service to your country. Your medal! Yay!
Okay. Would you like to win another medal? Ich glaube, mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Wir können zwar nochmal gucken, ob da nochmal irgendwie was Interessantes ist, aber ich glaube, mehr ist da nicht zu holen. Ich glaube, das Piratenschiff sollte aber mal. Oh. Syntax Error. Okay. Na, naja, dann lassen wir es mal. Ja. Grafisch interessant, soundtechnisch auch interessant, aber spielerisch halt sehr einfach gehalten. Weil wenn du es einmal geschafft hast, dann. Ich dachte, das Schiff würde sich, würde andere, andere Position einnehmen. Aber ich hatte jetzt dreimal dieselbe. Deshalb weiß nicht. Okay. Aber eigentlich ganz lustig, aber es ist halt sehr einfach gehalten. Nummer 2931 ist Playgroup für den Commodore PET. Das ist eine Zusammenstellung, die drei verschiedene Spiele enthält. Rhino versetzt den Spieler in einen zufällig generierten Dschungel. Der Spieler muss nach Hause gelangen, muss aber vermeiden, von Nashörnern angegriffen zu werden. Die Nashörner sind zunächst unsichtbar, werden aber sichtbar, sobald sie den Spieler entdecken. Bei Hangman muss der Spieler Wörter erraten, ein Buchstaben aus dem anderen. Für jeden falsch erratenen Buchstaben wird ein Teil eines gehängten Mannes auf dem Bildschirm gezeichnet. Die Wörter werden aus einer Sammlung von Dutzenden von Wörtern gezogen. Und Reaction Test ist genau das. Der Spieler muss eine Taste drücken, wenn er dazu aufgefordert wird, und wird über seine Reaktionszeit informiert. Nummer 2932 ist Poker für den TRS 80. Und das ist eine Computerversion des Kartenspiels, bei der die Spieler gegen den Computer spielen können. Die Spieler setzen Geld auf das Kartenblatt, das sie haben, in der Hoffnung, dass ihr Blatt das Beste ist oder dass sie den Gegner ausbluffen können. Wer am Ende einer Runde die beste Pokerhand hat, gewinnt den Pot. Ja, und da würde ich sagen, für heute ist eigentlich ganz gut ausgegangen. Dann machen wir hier Schluss. Ha. Ja, wie gesagt, nochmal als kleine Info: Morgen wird es keinen Stream geben, da ich anderweitig unterwegs bin. Dafür werden wir aber am Sonntag den Strategie-Mania-Stream nachholen. Genau. Also ich gehe stark davon aus, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Hause sein werde, dass wir das spielen können. Aber dann haben wir eben am Samstag, am Sonntag dann das Strategiespiel. Das ist doch auch ganz okay, sage ich mal so. Ja, ansonsten sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotz des schlechten Gameplays und vielleicht, also zumindest für mich, merkwürdigen Spielen trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinen nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.